Warum sagt der... Okay. Ja, jetzt nur kurz zu... Willkommen zu einem kleinen Nebenprojekt. Oder ich meine halt, ich muss ein Port Line setten, glaube ich, war ja nicht so lang. An sich kenne ich es schon. Ja, ich meine, aber überlegt, machen wir es auch mal für den Kanal an sich. Es gibt ja hier nur 11 Kapitel. Okay, so viel waren es ja für ihn. Aber mal gucken, wie lange das wird. Das kommt jetzt einfach mal nebenbei sozusagen raus. Auch neben den anderen Projekten. Also, muss noch überlegen, welche Uhrzeit ich dafür nehme. Ob ich da 20 mache? 13? Ja, vielleicht schauen wir das um 15 Uhr raus. 15 Uhr kommt eigentlich gar nichts, oder? Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, por donde fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. So, da sehen wir mal unseren Hauptcharakter eigentlich, die hier mit Barfuß. Läuft Barfuß. Also sie hat noch immer was an den Füßen. Ich meine, sie läuft nicht... Hat keine Schuhe an, aber sie läuft Barfuß an sich. Wie wir hier durch mal sehen können. Dit. Hallo. So, dit. So. Sagt Kleines was? Nein. So. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ja. Das. So. Nach der Fahrstuhl. Man sieht's wohl nicht. Das Bild ist jetzt ja auch ein bisschen. Ihr nicht sieht, okay. Wenn ich hier so schnell ernähren, ihr was vielleicht ein bisschen. Ich hab hier so Bildfunktion. Macht OBS wohl nicht mit. Weil macht das weg. Der erste Test von 19 Tests. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Wie kommen wir da ran? Oh. Zu spät, ja. Zu spät. Da ist der Ausgang. Gibt es sozusagen Übertragungen, die wir bitte mit dem Radio so in die Kammerschleuse, da ein Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ich meine, weil da haben wir dieses Radio, damit kann man eigentlich sozusagen auch Übertragungen, ich weiß nicht, wie man das sehen kriegen soll. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das da rauskriege. Ich meine, da runterkriege. Das ist vielleicht das Problem. Mit dem Problem würde ich das Kamera vielleicht abschießen, aber ich habe ja keine. Wir haben noch keine. Oh, Ladedaten. So, ich. Ja, das ging ja schnell. Ja, ich hätte da nicht so wirklich eine Möglichkeit. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science.
das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. So. Dann titelt es diese schöne Info. Du bist mein. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus dem Hier so. Hier, das haben wir jetzt zum Beispiel jetzt hier. So, sowas meine ich sozusagen. Da ich aber halt keine Ahnung sozusagen, wie ich das Teil eigentlich kriege bei der ersten Kamera. Sie hat jetzt eigentlich da nicht erwähnt, sie beschwert sich eigentlich, wenn man die Kameras abmacht. Beschwert sie sich eigentlich, aber jetzt hat sie, wenn ihr da durchstehen, verschwinden auch die Portale. Das ist Science. Ich glaube an sich werde ich wohl ein paar Kammern auf jeden Fall eigentlich pro Folge machen. Ich werde auf jeden Fall eigentlich wie immer sozusagen 20 Minuten Folge machen. Wir werden ja sehen, wie schnell wir sozusagen durchkommen. Flüssigzelle. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für... Ich glaube, Jill ist ein bisschen überfordert, weil eigentlich sagt sie mehr. Ich finde ja schon nett, dass ihr das nicht habt, weil eigentlich ist es sozusagen so, dass das da irgendwie so in den Her rutscht, wenn ich mich hier drinnen drehe. Was halt die Aufnahme wahrscheinlich mitmacht, zumindest nicht das Vorschaubild, was ich habe von der Aufnahme. Tschüss, Gladys. Nicht gucken. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. So, suchen wir mal geheime Botschaften. Hier irgendwo. Wir machen Speed. Kann der mausen? Ich glaube, der maust irgendwas. Da was gemaust. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. So, wieder Funpad-Sache. Wenn er wohl gehört hat, vielleicht. Ah, okay, wir können nicht dazu schießen. Nee. So, nächste Testkammer wird nicht überwacht. Okay. Bin mal echt gespannt, wie viel hier wir reintreten pro Folge, wie viele Testkammern. 19 Testkammern gibt's. Mal gucken, wie schnell wir durchkommen. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Hat sie eben nicht gesagt, das wird nicht überwacht. Jetzt haben wir eigentlich gerade nicht. Ich meine, jetzt hab ich. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, Ich will noch mal was
noch mal probieren. Weil manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Will ich sozusagen probieren, dass wir... Der will es noch doch, oder? Okay. Oder nehmen wir das da? Das hier für das Funnel. So, Funnel. So. Dann da nehmen wir den. Und dann lassen wir das nicht hier rein, sondern wir holen es sonst. So, auf die Suche. Übertragung. Hier ist ein Klettersübertragung. Hier ist es nicht weiter. So, was haben wir hier irgendwo? Das habe ich. Ich meine, ich weiß, ob ich das einfach mal gehabt habe. Bis da. Keine Ahnung, was doch das Zählen zu bedeuten hat. Da habe ich keine Ideen. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, Das habe ich halt noch nicht gewusst, wenn ich das Steam-Overlay aufrufe, dass es dann eine, sozusagen eine Pause macht. Okay, habe ich gar nicht gewusst. Ist mir noch nicht aufgefallen, wenn ich so gespielt habe, weil ich es eher nicht, weil man es eher vielleicht nicht so gut sieht manchmal. Ja, doch fand ich, dass da die Sachen im Steam-Overlay rumliegen habe. Hä? Hey. Ah, das Handy blinkt mir in den Tasten hier. So, aha. Jetzt haben wir was Neues im Spiel. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel, unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Radio. Keine Ahnung. Das ist ja nicht auch schon wieder so eine, wo ich nichts weiß. Weil an sich stimmt das ja, das ist ein mittelerfangene Botschaften. Radio habe ich 8 von 26, deswegen bin ich halt auch auf der Suche sozusagen hier nach. Aber hier habe ich keine Ahnung, wo das Teil sein könnte. Vollnamen werde ich mir auch. Jetzt wird aber nicht alles lustig, Vollnamen ein bisschen zu überlegen. So. Wir sind schon mit 13 Minuten und bei der wievielten Testkammer? Keine Ahnung. Kannst du sehen? Na, auch den. Keiner, das Team. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Ach, Alarm siebte. Und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. So. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Da auch nur das Radio dazu hören, oder nicht? Ach, hier haben wir es doch. Ja, das soll ein verzögert klingen, aber war nicht verzögert in sich. Das soll verzögert sein. So.
warten wir mal, bis das Teil wieder da drüben ist. Na, sehen uns. Ah, ist eine neue. Der hat schon gar nicht. Das hat schon aktualisiert, oder? Es fehlen nur noch. Siebzehn davon. Dann haben wir alle gefunden. Ich meine, dann haben wir sozusagen soweit, habe ich das. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles schon dort sein, als ob ich jetzt Player Card gefunden habe. Das weiß ich schon nicht so genau. Ja, ich bin schon wieder so vermüdet, das Let's Play. Ich meine, aktuell ist es ja wirklich so. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich meine, an sich Standard-Uhrzeit, wann ich das eigentlich gerade aufnehme, ist 0:20 Uhr. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ich hatte jetzt keine Kamera hier, oder? Oh, ups. Ja, ich hab nicht aufgepasst. Jetzt schwimmt sie wieder hier hin. Ja, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab gerade aufs Radio geachtet. So. Nein! So, aber. Und jetzt muss ich ja darüber. Und jetzt vielleicht ans. Ah, nee, ich schnapp's mir wohl, wenn das Teil gerade so noch da dran ist. Dann muss ich das mit dem Radio mal schnappen. Und ich finde es lustig, das muss doch. Wenn nicht so ein Strahl sein und der. Das Radio kann da ruhig stehen, oder was? Das Radio! Ich stehe hier nicht bevor das Radio ist. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Das ist Ihr Tennisäure hier am Boden. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Unmöglich ist. Denn welche Tests? Ein praktischer Vollname für die nächste, den
der unmögliche Test. Und den wir zwingen. Seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.